Servus Leute, herzlich willkommen zum neuen Video hier bei The Captain Phil. Ich bin mal wieder draußen unterwegs in der Natur, in der Waldhütte und nehme euch natürlich mit auf diesem fantastischen Abenteuer. Ich weiß aktuell noch gar nicht, was ich zuerst machen soll. Soll ich zuerst meinen Schlafplatz aufbauen? Soll ich zuerst was kochen? Ich habe nämlich heute mal ein neues Rezept, möchte ich ausprobieren. Das Outlaw, die Outlaw-Pfanne. Passen natürlich im Stil von Red Dead Redemption, im Wild-West-Stil. Schauen wir mal, wie das hier draußen so schmeckt. Ich habe alle Zutaten dabei und das werden wir heute auch kochen, hier in diesem Video. Hier vorne sieht man jetzt auch noch bei Tageslicht, dass sie ziemlich viel abgeholzt haben. Wenn ihr meine vorherigen Videos kennt, wisst ihr, wie dicht dieser Wald eigentlich mal bewaldet war. Wie viele Bäume hier standen, es war alles komplett zu, man hat eigentlich nichts gesehen. Und jetzt kann man von der Hütte aus schon da oben den ersten Bauernhof wieder sehen, der da in der Ferne ist. Oder die ersten Gebäude zumindest. Ja, ihr seht, es ist schon etwas dunkel geworden. Das macht aber gar nichts. Die Outlaw-Pfanne ist fertig. Wir haben es jetzt aktuell 20 Uhr am Abend. Und ich werde mir jetzt hier schön die selbstgemachte Outlaw-Pfanne schmecken lassen. Mit Kartoffeln, mit Karotten, Zwiebeln, Knoblauch und Hackfleisch. Der Gewürzmischung, ein bisschen Wasser mit dazu gemischt.
und eine Scheibe Brot. Das wird mein Abendessen für heute, denn ich denke, man kann erst hier irgendwo gut ankommen bei seiner Hütte oder bei einer Wanderung und sowas, wenn man was richtig Feines, Leckeres gegessen hat. Ich lasse mir schmecken. Bis später. So, es ist soweit. Ich werde mich schlafen legen. Wir haben es kurz vor 22 Uhr. Ich habe noch ein bisschen gelesen hier in meinem Buch. Aktuell lese ich natürlich wieder Winnetou. Ich bin immer noch mit dabei. Und wir sehen uns dann morgen früh wieder in alter Frische. Gute Nacht, Leute. Bis morgen früh. Leute, guten Morgen. Die Nacht ist vorbei. Die Vögel zwitschern draußen schon ziemlich laut. Ich weiß nicht, inwiefern man das hören kann. Aber draußen ist es sehr, sehr laut. Das Vogelgezwitscher hat mich so ein bisschen geweckt. Und ich werde mir jetzt erstmal schön Frühstück machen, Kaffee aufsetzen und dann lasse ich es mir hier draußen im Wald nochmal ordentlich schmecken. Let's go! Der Kaffee läuft durch, mein Brot ist auch schon fertig. Ich habe mir heute ein schönes Salami-Brot mitgebracht. Ein bisschen Butter drauf, sehr lecker. Das gibt es dann zum Frühstück, zum Essen. Draußen wird es auch schon langsam hell. Ich habe gerade mal einen Blick nach draußen gewagt, sitze jetzt aber wieder schön gemütlich in meinem Schlafsack und werde es hier erstmal ganz relaxed frühstücken. Der nächste Morgen. Die aktuelle Uhrzeit beträgt 7:03 Uhr, also noch relativ früh am Morgen. Der Himmel strahlt ganz in Blau. Die Vögel zwitschern schon sehr, sehr laut. Dich habe ich ja schon von der Hütte aus gehört. Und hier draußen ist die absolute Ruhe ansonsten. Man hört keine Fahrzeuge, keine Flugzeuge, keine Menschen, außer eben mich. Sehr angenehm. Ich habe hier gestern meinen Rucksack noch hingehängt, dass er so ein bisschen einfach auslüften kann. Hier ist also mein Rucksack, den nehme ich gleich mit rein. Und dann wird gleich wieder gepackt. Und dann geht es bald auch schon wieder zurück. Howdy Leute, das Abenteuer in der Hütte neigt sich dem Ende zu. Ich gehe jetzt langsam wieder nach Hause. Ist ein bisschen frisch, langsam wird schon Tag. Die Sonne kommt da hinten über die Bäume und der neue Tag bricht an. Wirklich schön, wirklich herrlich. Ich habe mich gerade noch ein bisschen hingesetzt, ein bisschen gelesen, einfach um ganz entspannt in den Tag zu starten. Und jetzt geht's nach Hause, wieder zurück in die Zivilisation. Wir sehen uns.